habe überlegt, welcher Job geeignet ist für einen wie mich. Und so bin ich eben Pirat geworden, der tapferste Pirat der Meere. Tapfer bist du vielleicht, aber mit dem Wasser kennst du dich nicht aus. In meinen Adern fließt Salzwasser. Ich bin der Herrscher über dieses Element. Ich bin Pirat geworden, weil ich so stark bin. Keiner hier kommt an mich heran. Klar, darum sitze ich auch hier oben. Ich bin der Größte. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich zu etwas Besonderem berufen bin. Normaler Pirat zu sein, wäre nicht genug für mich. Ich bin doppelt so stark, doppelt so tapfer und doppelt so schlau wie ihr alle zusammen. Und damit das keiner je vergisst, trage ich doppelt so viele Augen. Ich bin Pirat geworden, weil ich auf Fische spezialisiert bin. Kleine Fische, große Fische und natürlich Seeungeheuer. Wir glauben dir aufs Wort, wo es Gott in Hessen hat.
tief unten am Meeresgrund in absoluter Dunkelheit lebt. Alle 100 Jahre kommt sie an die Meeresoberfläche, verschlingt ein Schiff mit Mann und Maus und zieht sich dann wieder zurück. Vier Augen! Klar, mit den zwei Köpfen hat sie vier Augen. Und die sind so empfindlich, dass die Seeschlange in der totalen Finsternis des Meeresbodens sehen kann. Dafür verträgt sie überhaupt kein Licht. Vom kleinsten Stern wird sie schmerzhaft geblendet. Brenne auf mein Licht, sonst verjagen wir das Untier nicht.